sehr geehrte zweite Bürgermeisterin. Keine Angst, ich mache es kurz. Es ist, ich muss es aber hier aussprechen, es ist ja wirklich mit Händen zu greifen. Es ist, steht im Raum. Ja, die Grünen, die Linken und die SPD, sie winden sich hier um etwas herum. Ja, die einen sagen, es ist nicht zielgenau. Nein, natürlich, die Umzugshilfe soll auch nicht zielgenau sein. Sie ist zielgenau für diese eine Gruppe, aber natürlich nicht für die anderen. Die SPD sagt, ja, das stört irgendwie die Symmetrie in dem Antrag. Und die Grünen, was war euer Argument? Ach so, es muss im Haushalt verhandelt werden. Unser Antrag, da steht drin, die Verwaltung wird beauftragt, bis zum, ich weiß nicht was, relativ bald, eine Richtlinie auszuarbeiten und dem Stadtrat vorzulegen. Und nichts anderes steht da drin. Das heißt, der Stadtrat kann dann, wenn die vorgelegt ist in 3 Monaten, entscheiden, ja oder nein. Wenn die nicht vorgelegt wird, kann der Stadtrat darüber nicht entscheiden. Das ist der Unterschied. Und jetzt noch mal zu den Kosten. Und zu warum das wichtig ist mit der Umzugshilfe. Überlegen Sie mal, ich gucke mal so in Richtung FDP. Ja, die können ja rechnen, können ja mit Geld umgehen, zumindest umgehen, sagen Sie. Also, wie viel Geld bringt eine Studentin, die nicht nach Dresden kommt? Dresden. Null. So. Jetzt kommt die Person hier hin und zieht hier hin und wohnt hier, zahlt Miete, zahlt Brötchen, zahlt Straßenbahn und so weiter und so fort. Ja, das sind gut und gerne, ja, was wird das so sein, 600, 700, 800 im Monat, die also dann hier in Dresden ausgegeben werden. So, und ja, und von daher bitte ich Sie, der Umzugshilfe zuzustimmen. Ja, Dankeschön.